Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in unserer kleinen Kolonie hier in Alien Dawn. Stranded heißt es ja eigentlich, Stranded, Alien Dawn, wie auch immer. So, wir haben unser erstes Gemüse eingelegt und unser Haus ist fertig. Das hat ein bisschen gedauert. Ich mache mir hier das Dach rein und mache mal auf Pause. Unsere Hütte steht mit unseren Kellerfenstern hier. Ein bisschen blöd mit den Fenstern, aber hier haben wir wenigstens die großen Fenster. Und ich glaube, wenn wir die jetzt hier doppelklicken, ja, dann hat er alle großen Fenster markiert und die können wir dann gleichzeitig auf und zu machen. Das ist schön. So, wir haben konserviert. Wir haben die Hütte soweit fertig. Ich habe die Betten zugewiesen. Ich habe jetzt unsere Kämpfer in die vorderen drei Betten gemacht und den Rest hinten rein. Also in die hinteren Betten. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir werden mal die Werkbänke umziehen. Heute gibt es einen Umzug. Also, wir haben die Dinger hier. Wir werden jetzt die Betten dekonstruieren. So, dann können wir die abbauen. Dann ziehen wir den Esstisch um. Warte mal, haben wir vielleicht, Moment, haben wir vielleicht anders? Haben wir vielleicht größere Tische schon? Hier, Large Table. Aus Holz. Dann machen wir doch hier so einen großen Esstisch. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das aufbauen. Ich denke mal, die Küche machen wir hier hin. Oder wir machen... Ich setze es jetzt hier hin so. Machen wir einen Arbeitsbereich hier vorne. Hier, dann machen wir die Küche so ein bisschen freischwebend in die Mitte. Zack. Bauen wir das Ganze einfach neu. Ah, wir haben noch keine neuen Stühle. Okay, dann ziehen wir die um, die vorhandenen. Einmal, wie viel sind wir? 5 sind wir, ne? Nehmen wir jetzt mal die, die hier rumstehen. 2. Move. Da haben wir. Ich glaube, die sitzen eh nicht gleichzeitig am Tisch. Und den einen müssen wir jetzt erstmal so lassen. Und wir müssen vor allen Dingen auch das Essen umlagern. Also, dass sie das, dass sie die Kisten hier reinbringen. Können wir die geschlossen umziehen? Jo, können wir. Gut. Dann stelle ich die... hier hin. Müssen eh mal gucken, wie das mit den Regalen ausschaut. So, das Gekochte könnten wir eigentlich an den Tisch stellen, oder? Oder hier an die Wand gegenüber. So. Machen wir hier das Gekochte rein, dann müssen wir das nicht neu setzen. Und sobald sie hier aufgehört hat zu essen, nee, sobald er aufgehört hat zu essen, ziehen wir auch noch den letzten Stuhl um. Und der kommt hier hin. Wir sollten dann vielleicht... Die Äste haben nie bisher zusammengegessen, von daher passt das. Und das Ding bauen wir auseinander. Gut. Dann sollten wir auch mal die Materialien hier... Können wir das hier irgendwie einstellen? Wo ist das Holz? Ist das Construction Materials? Kann das sein? Ach, das geht nochmal aufzuklappen. Alles klar. Okay. Ja, dann lassen wir das hier nämlich draußen drin. Das Construction-Material und den Rest machen wir alles drin. Sollen sie drin lagern. Dann müssen wir aber hier nochmal neue Regale bauen. Bevor sie das umsetzen. Ich würde sagen, wir setzen schon mal die Werkbank um. Die machen wir hier so vors Fenster. Am besten Kopf an Kopf, oder? So. Ach Quatsch, wir setzen es hier in die Ecke. So, einmal der Tisch, der Forschungstisch, den machen wir gute Frage. Also hier würde ich gerne den anderen nebendran stellen. Machen wir hier erstmal hin. Oh. Cancel. Habe ich falsch rumgesetzt, ne? Da kam auch schon der Sound. So. Jetzt. Passt das so? No Research Desk. Ja, der wird jetzt umgezogen. Wirst du ja wohl hinkriegen. Oder können die nicht während der... Oh,
Doch, müsste gehen. Während der Forscht das Ding umziehen. Ah, jetzt geht's los. Gut, dann müssten wir noch ein Regal fürs Lager machen. Ich glaube, hier hatte ich nur Essen drin, ne, in dem Regal. Ja, das war alles Essen. Ist wahrscheinlich viel zu groß. Und wir sollten noch ein Regal ziehen. Dann machen wir ein Holzregal. Wenn wir da können sie arbeiten, dann können sie von beiden Seiten ran an das Regal. Machen wir hier so eins hin. Und dann machen wir da alles rein, was so Baumaterial etc. ist. Und dann machen wir noch einen Waffenschrank und einen Klamottenschrank nebendran. Müsste es eigentlich passen. Und dann sollten wir Strom aufbauen. Die kotzt schon wieder in die Ecke. Können wir das Ding hier irgendwie priorisieren? Construct das Ding doch mal. Holz hätten wir. Was ist denn hier für ein Nasenbär? Na, du bist ja ein geiles Ding. Da will ich aber auch nicht. Das ist ganz schön groß. So, Wärme brauchen wir, ne? Also jetzt ist zwar Sommer. Ist noch nicht ganz so nötig, aber... Fackeln, hier so ein Fireplace. Kann der frei stehen? Den können wir doch hier so neben den Esstisch setzen oder so. Hä? Ach, das ist... Aha. Ha, interessant. Ist das das, wo sie Material rausnehmen können? Oder was ist das für ein Bereich? Gut, eigentlich könnte auch hier in die Wand. Ich weiß ja halt nicht, ob der einen Abzug nach draußen hat. Ne? Das sieht man gerade nicht. Aber gut, da können ja auch in der Mitte auch abziehen. Wo mache ich den hier so hin? Ich baue den mal... Ah, doch, der hat einen Kamin. Ja, der hat einen Kamin nach oben. Dann hier noch ein schönes Bärenfell, genau. Jetzt essen die draußen im Stehen. Das ist doch echt blöd. Warum gibt es denn hier keine Priorisierung? Und Licht brauchen sie, ne? Ich glaube, die haben durch ihre Oberluke haben die zu wenig Licht. So, warte mal. Wie viel haben wir denn? Jetzt haben wir 14 Uhr. Von da kommt die Sonne. Ist hier ein Horizont, irgendwie eine Ausrichtung? Wir müssen nämlich mal Solarpanels setzen und so ein Kram. Rotted away. Okay, hier ist jetzt was vergammelt. Die sind... No Research Desk. Wieso... Muss ich die Forschung abbrechen, damit er das Ding umzieht? Hm. Interessant. Kann ich die Forschung pausieren? Kann ich auch nicht. Ah, sie ziehen erstmal weiter um. Okay, cool. Ja, okay, okay. Sie sind noch dabei. Da wird die Werkbank... die Werkbank ist geschrumpft. Oh, guck mal, meine kleine Werkbank nehme ich jetzt mit rein. Und dann forsche ich innen weiter. Oder baue innen weiter. Süß. Warte mal, kann ich... Wenn ich jetzt Connor... Wo ist Connor? Connor, komm mal her. Was macht er denn jetzt? Ach, der holt einen Stein. Nee. Kann ich den draften und sagen... Nee, so geht's nicht. Wie kann ich dem sagen, er soll das hier bauen? Was ist das Problem?
5 Holz. Hätten wir da. Oder? Oder haben wir keine 5 Holz? Doch, da ist ein Riesenstapel. Verstehe ich nicht. Okay, pass auf. Nicht wundern, bauen. Wir bauen jetzt Schmelzöfen. Wir haben jetzt den Bereich hier frei. Ich glaube, wir können das Ding hier dekonstruieren, unseren alten Unterstand. Den brauchen wir wirklich nicht. Die Kochstelle müssen wir noch umsetzen. Aber können wir die Kochstelle reinziehen? Nee, das ist nur Outdoor. Das heißt, wir müssten... Ja, entweder mal Cooking Stove. Ich wollte halt auf elektrisch direkt gehen, aber da müssten wir erstmal Metall schmelzen. Also bauen wir erstmal einen normalen Ofen. So, machen wir so eine Wohnküche, ne? Das müsste doch reichen, oder? Da kommen die doch überall ran. Kommen die auch so dran? Ich hoffe. Sonst würde ich es ein bisschen mit ein bisschen Abstand setzen. Oder wir hatten ja hier... Genau, wir hatten die Wand geplant. So. Genau. Schwupp, ist die Wand wieder zu. Okay. Sehr gut. Wenn das Regal jetzt fertig ist, gut. Jetzt sagen wir hier, kein Raw Food, kein Dings und kein Raw Materials. Na doch, eigentlich schon. Wo ist denn das Holz? Ist das Crafting? Nee, auch nicht. Hm. Ach so, diese Regale können gar nicht den anderen Kram. Alles klar, okay, dann verstehe ich das. Dann sagen wir nämlich jetzt hier in den Lagern... Gornischt und nur Construction Material. Und auch hier sagen wir Deselect All und nur Construction Material. Dann sollten sie es hoffentlich umziehen. Mit den Waffen bin ich mir unsicher, ob die einen separaten Waffenschrank brauchen. Aber das werden wir mal sehen. Ah, der Tisch steht jetzt auch. Nice, sehr gut. Und sobald der Herd steht... Ich glaube, wir brauchen hier mal ein bisschen Licht, oder? Das ist so ein bisschen... Sieht zwar sehr heimlich aus, aber... Ich glaube, von der Lichtquelle ein bisschen wenig. Okay, pass auf. Light. Fackel. Dahin. War ein bisschen dumm, dass ich nicht mehrere gesetzt habe. Und dann... Machen wir hier drin noch... da kann ich näher ran. So. Hier machen wir noch mehr Fackeln. Machen wir hier zwischen Tür noch eine hin. Hier beim Arbeiten. Da haben wir eine. Dann hier bei der Küche. Machen wir hier noch eine hin. Eine dahin. In den Räumen bin ich mal halt unsicher. Müssen wir mal gucken. Aber im Kamin sieht schon, ne? Kuschelig aus. Da ist auch der Abzug. So, jetzt bringen sie auch das... Können wir das Ding hier mal priorisiert fertig bauen? Okay, was machen die? Das Brennmaterial? Ah, der Herd hat schon sein Material drin. Ah, die haben die mit... Ah, okay, das Metall wurde anscheinend zu den Fackeln gebracht. Nice. Oh, guck mal hier, Chef. Schnelle Gerichte... Hier ein Buttermelon Pie. Na, jetzt geht's aber ab. Okay, wir müssen Strom kriegen, damit man
Deconstruct. Damit wir einen Kühlschrank bauen können. So, das wollte ich. Mensch. Langsam nachgedacht, so. Jetzt müsste es hier langsam auch hell werden und die schlafen die erste Nacht drin. Sehr, sehr nice. Oh. Ja. So. Guck mal, die gehen alle in ihr Bett. Und? Lassen wir die Fenster offen? Ja gut, wir sind mitten im Sommer, da kann man auch mal durchlüften. Und wie schläft sich hier auf veganem Leder? Ach, guck mal hier, Small Bedroom plus 3. Und er kotzt erstmal vors Bett. Ich habe das gerade erst gebaut. Connor, was ist mit ihm? Wieso kotzt du jetzt gerade? Er hat Schmerzen, der hat Kopfschmerzen. Ist sein Implantat irgendwie am Arsch oder was? Migräne. Er hat Migräne. Ja gut, da kann man auch mal kotzen. Und jetzt? Wieder auffüllen im Bauch. Okay. Jetzt sitzt er hier einsam an seinem Tischchen. Okay, da sind Kürbis und Korn liegt da so drin. Guten Hunger, Connor. Warum kotzt du? Kannst du mir das mal verraten? Kannst du mir mal verraten, warum du jetzt hier hingekübelt hast, du Kerl? Und zieht sich jetzt hier lecker Porridge rein. Ja, nach der Migräne erstmal was reinziehen. Ist die Forschung jetzt eigentlich noch aktiv hier? Ja, okay, ja. Passt. Gut, dann machen wir die Kühlschränke, würde ich sagen, hier hin. Machen wir die hier so mitten in den Raum, ne? Okay, das heißt, nächster Schritt ist Elektrizität. Würde ich sagen. Jetzt haben wir ja unser Außenlager. Ich denke, wir setzen die Freizeit noch um. Der Rasen kommt ja anscheinend auch nicht wieder, ne? Das ist ein bisschen schade. So, gute Nacht, ihr da draußen. So, hier drin sind es 15 und draußen sind es 11. Okay, wir haben schon mal... Sieht schon mal gut aus. Risk of Meltdown. Na gut, der hat hart Kopfschmerzen, ne? Wie schön, dass die auch unterschiedlich schlafen. Guck mal, Bauchschläfer, Seitenschläfer. Das war nämlich draußen nicht der Fall. Da haben sie alle auf dem Rücken gelegen, mit dem Kopf zur Seite gedreht, habe ich gesehen. Ja. Sehr schön, jetzt kommt Licht in die Bude. Achso, wir müssen das Essen neu einstellen, sonst wird nicht gekocht. Okay, nein. Hier. Also ich sag mal, du machst Antel 2 Kuchen. Dann machen wir noch die Standardrezepte. Machen wir die Veggie Soup, ne? Ne, die Grain. Und da sollte immer vorrätig sein. Hm. Wir sind 5 Leute. Ich sag mal immer so einen 6. Und dann machen wir den Porridge weiter nach oben. Ah, wir haben schon 11, okay. Und Meat lasse ich. Wir machen nochmal Veggie. Machen wir mal 4, nicht so viele. Ja, so lassen wir das erstmal. Achso, löschen, ja. Ausmachen. Okay, es gibt Kuchen, Baby. Bin ich mal gespannt, wie der Ofen hier angeht. Ach, schade. Ach, guck mal, jetzt wird der Teig angerührt. Ernsthaft? Ey, wenn ihr jetzt noch einen Ofen aufmacht. Ist jetzt hier... Backt hier was? In Production. Ja, plus 2. Da ist erstellt worden. Schade. Wäre jetzt natürlich... Ja, gut, kann man jetzt nicht verlangen, ne? Jetzt steht hier der Kuchen drin.
Connor gerade gekocht? Interessant. Guck mal, wie schön es hier aussieht. Unser Vorratslager. Ha? Nicht nur die erste Nacht in der Bude gepennt. Wir haben auch ein richtiges Vorratslager. Das sieht cool aus. Da mag ich ja echt die Details. Connor, take a walk. Upsala. Jetzt lass mich doch mal einen Screenshot machen, bitte. Ja, das gefällt mir. Nice. Was soll schiefgehen mit dem Sprit im Innenraum, wa? Aber hier liegen immer noch Dinge. Die elektronischen Teile liegen hier noch. Ach, das gilt als Construction Material. Moment, was liegt denn hier alles? Wir haben Pause. Wieso liegt hier zum Beispiel Elektronik noch draußen? Hier liegen die... Ach, das gilt als Waffen. Das lagern die da auch nicht ein. Okay, das heißt, wir brauchen noch einen Waffenschrank. No? Ja, wir brauchen noch... Groß, klein. Ah. So? Zu groß? Ein kleiner langt aus, würde ich sagen. Stellen wir erstmal so ran, oder? Hm. Ich lasse den mal so bauen. Achso, wie sieht's aus mit der Forschung? Ist er noch dabei? Sehr gut. So, genau. Production. Winterklamotten. Tailor Bench. So. Damit wir Klamotten herstellen können für den Winter, ne? Weil der Winter kommt demnächst. Wir gehen jetzt auf den Herbst zu. Ah, guck mal. Connor probiert den neuen Kuchen. Rotted away. Ja, ich werde auf jeden Fall keine Käfer mehr zum Kochen anbieten. So, warte mal, jetzt müssen sie doch eigentlich... Ja, jetzt holen sie die Sachen. Ja. Jetzt kommt der Kram da rein. Okay, zu Klamotten gehören auch das Rohmaterial. Guck, jetzt müsst ihr im Schrank... Hats and Helmets... Hä, wo haben... What? Wo... Wo haben wir denn die Beanies und so ein Kram her? Ach so, ist nur die Kategorie. Okay, ja. Nonsens. So, Strom. Ne? Strom. Power. Power to the Bauer. Also, wir machen ein Solarpanelfeld. Da brauchen wir zwei Elektronen, wir haben 27. Ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen, aber ich würde gerne so eine Mischenergie aus Solarenergie. Also es geht mir jetzt primär darum, ein Herd zu betreiben, beziehungsweise erstmal einen Kühlschrank. Also ich weiß nicht, wie wir das bauen. Ich glaube, es war egal vom Abstand. Ich glaube, ich kann... Ich baue die mal so, dass wir noch hinten vorbeigehen können. So. Dann setzen wir den Energiepol. Der reicht nämlich dann bis rein und müsste den Kühlschrank etc. mit betreiben. So. Dann Windturbine, da brauchen wir da brauchen wir Eisen. Und Batterie brauchen wir auch Eisen. Können wir das Ding? Können wir nicht. Aber schützt das das Haus, wenn ich da einen Blitzableiter hinstelle? Ich hoffe doch. Warte, wir gucken mal von oben. Kann ich den hier hinstellen? Also ich hoffe mal, dass der Blitzableiter... funktioniert, dass uns die Bude halt nicht... Okay, das heißt aber, wir haben jetzt keine Batterie, wir haben keine Speichermöglichkeit. Das bedeutet auch, wir müssen Schmelzöfen bauen.
Das Material wäre hier. Weißt du was, dann bauen wir hier die Schmelzöfen hin. Machen wir direkt mal zwei Stück. Mal gucken. Aber Solar, den Blitzableiter können wir nicht aufs Dach setzen, oder? Nee, das ist so ein eigenständiges Gestänge. Na gut, eigentlich würde es nicht passen, weil der Blitz würde sich eher den Schornstein suchen als jetzt das Ding daneben, aber okay. Meckern auf hohem Niveau. So, da gehen sie wieder ins Bett. Hier wird gegessen, der Schrank steht. Da haben sie die Energiezellen. Ah, das Regal ist, glaube ich, auch nicht groß genug, ne? Ne, ist alles voll. Können wir das erweitern oder bauen wir... Achso, ich muss das Dach einfach ausblenden, ich trottel. So. Storage, Regal, Holz. Wie rum haben wir die alten? Das ist, glaube ich, nach hinten. So. Ah, das schließt hier an. So. Mal gucken, das müsste eigentlich dann reichen. Dann erweitern wir das Regal. Dann langt das bestimmt auch. Weil hier liegt ja noch, liegt noch die ganze Elektronik rum. Ich meine, Holz, Blech, Stroh und so, das kann ruhig draußen liegen bleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber der Rest ist nicht gut. Okay, cool. Ich bin zufrieden. Bude steht, die Elektrizität ist in ihren Grundzügen aufgebaut. Müssen wir halt nur noch irgendwie speichern. Das heißt, wir brauchen jetzt Metall, das müssen wir einschmelzen. Und dann können wir die Batterien bauen. Jo. Was war das? Quetschi Soup wird nicht gespeichert. Was? Hier ist doch Platz ohne Ende. 21 Plätze sind hier Platz. Und hier ist auch ein Platz. Verstehe ich nicht. Aha. Was liegt denn hier auf dem Boden? Was ist denn das hier? Okay. Wir kriegen es raus. Sehr schön. So. Warp 1. Ach Mann. Was ist denn? Gott, jetzt kotzt er hier mitten in den Gang. Naja. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.